Hallo und willkommen zurück beim Let's Play Postmortem. Wir ist gut. Ich bin, glaube ich, einen großen Schritt weiter. Und habe mir jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde hier alles nochmal angeguckt. Ich habe mir draußen das ganze Haus angeguckt. Ich habe mir hier drinnen alles angeguckt und. Und bin, glaube ich, einen Schritt weiter. Also, das Erste, was mir aufgefallen ist. Diese Tür hat hier ein Symbol, was wir uns angucken können. Mehr aber auch nicht. Die Tür auf der anderen Seite hat natürlich, wie sollte es anders sein, auch ein Symbol. Und wie sollte das sein? Was weiß ich. So, und das, was jetzt den entscheidenden Schritt ausgemacht hat, sind diese drei Bilder, die wir uns hier schon im letzten Teil angeschaut haben. Aber, und das Gemeine, was ich daran finde, ist, wenn wir uns das Bild anschauen, in der Nahansicht, können wir ja sonst nichts anklicken. Gar nichts. Überhaupt nichts. Geht man jetzt raus und geht über das Bild, hat man überall diese Lupe. Aber wir sehen hier unten diese kleinen Schilder. Die können wir separat anklicken. Und dann kommt das dabei raus. Ich weiß nicht, warum man das... Und jetzt komme ich hier natürlich auch nirgendwo mehr hin. Was ich scheiße finde vom Spiel ist, dass wenn man die Nahansicht von dem Gesamtbild hat, dass man dann nicht es gemacht hat, dass man das Schild unten anklicken kann. Das finde ich wirklich scheiße, weil man sucht sich, wie ich bestes Beispiel, jetzt hier wirklich einen dummen Affen dran, bis man auf die Idee kommt, hier unten einfach mal dieses Schild anzuklicken. Aber sei es drum. Das ist auch nur meine kleine persönliche Meinung. Wir haben hier den 18. März 1314. Den 24. Juni 1305 und den 14. Januar 1128. Es sind Zahlen. Und das hier ist für mich der einzigste Anhaltspunkt gewesen hier in diesem ganzen Bereich, wo wir was mit Zahlen zu tun hatten. Also konnte es nur was mit diesem Planetensystem-Rätsel zu tun haben. Denn wenn wir uns dieses Ganze anschauen, wir haben hier oben vier Ziffern, dann haben wir zwei und dann haben wir nochmal zwei. Heißt Jahr, Monat, Tag. Also, wir fangen von links nach rechts an. Wir haben... Moment, jetzt muss ich aufpassen. 1100. Natürlich. Andersrum. 28. Na? Kann ich auch an... Oh, ich kann auch andersrum. Ta, 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 ta. 28, 11, 28. Dann haben wir den ersten gehabt. Und den 14. Und ich bin gespannt, was passiert. Faszinierend ist das Bock. Die ganze Kacke dreht sich komplett. Okay. Naja, was auch immer. So, das, nein, das hier. 1305. Der sechste. Und, nein, andersrum. 24. Ich habe das vorher noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach ein Schuss ins Blaue gewesen, aber bis da die Dinger sich hier wunderschön drehen, sehe ich da jetzt keinen signifikanten Unterschied. Doch, warte mal, es klackt anders am Schluss. Naja, okay. 13, 14. Na, wieder verkehrt rum. 13, 14, dann haben wir den März und den 18. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Ah, ah! Wieso drehen die sich jetzt auf einmal wieder? Das war klar. Total wieder geil, dass er seine Tasche wieder auf dem Boden stehen hatte. Klar, weil er seine Hände benutzt hat. Oh, so Details, die liebe ich. Ich habe gerade hier echt Schiss hochzugehen. Okay, jetzt sind wir hier oben auf einem Glasgang. Den hätte man eigentlich von unten sehen können, müssen. Oh Gott. Soll das Blut sein? Hä? Ach, da ging's runter. Oh, sag das doch. Und hier, da geht's nirgendwo, da oder so. Nee, da geht's nicht weiter. Nee, ist alles ein bisschen unübersichtlich. Na, wirklich ein bisschen unübersichtlich. Ach, du liebe Zeit. Sieht... Der Boden gefällt mir, der ist schön. Sieht ein bisschen aus wie eine Bücherei, ein bisschen wie ein Labor, ein bisschen was wie ein Keller. Oh, da liegen Menschenknochen. Oh Gott, und das da hinten sieht aus wie ein Seziertisch. Oh, und wieder diese kranke Musik. Oh nein, schon wieder ein Rätsel. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6. Mal direkt vielleicht gleich ein Foto machen. Was haben wir hier? Oha, so ein Ring kommt mir doch bekannt vor. Ha. Und nu? Ah. Demogröß extra Hunde. Kann doch kein Mensch lesen. Was ist das denn? Hä? Oh nein, was ist denn das jetzt? Wie? Was ist denn das jetzt? Ja, was weiß ich. Move. Später. Da liegt... Eieiei. Sag mal direkt ein zur Sicherheit. Naja, das ist dasselbe wieder. Hier haben wir nichts. Oh Gott, ich traue mich gar nicht, mir den großen Raum da anzugucken. Was haben wir da? Das ist anders grafisch gezeichnet. Anders gezeichnet. Meine Güte. Wieso kann ich das also dann nicht nehmen? Das ist blöd. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh Gott, ich traue mich da gar nicht näher ranzugehen. Hier haben sie also diese Seelenwanderung gemacht. Und ich kann irgendwas mit dem benutzen. Das Messer. Nein. Irgendwie den Bauch aufschneiden oder so. Mal gucken, was drin ist. Ein Foto machen. Ja, tatsächlich. Okay. Oh. Was ist das? Gräber. Das ist ein Friedhof. Igitt. Das sind aber alles schon sehr lange
Eieiei, es ist überall das Gleiche. Mama! Wo ist meine Mama? Aber dass wir hier nichts finden. Der ist leer. Ach, Herr Jemine. Da irgendwas drauf einmeißeln. Nee, doch nicht. Der ist auch leer. Der ist leer. Die sind leer. Okay, also hier sind noch einige Freie dabei. Okay, warte, von der anderen Seite vielleicht? Nee. Gut. Ich will noch hier mal gucken. Aha. Das ist ja eine richtige Werkstätte der Alchemie. All diese Glasampullen beinhalten Pulver. Was kann er bloß damit machen? Oh nein, wir müssen den richtigen Löffel finden. Wir müssen das richtige Pulver finden. Mischt er das jetzt oder was macht er damit? Jetzt die Erklärung, warum wir die Streichhölzer hatten. Puff. Besser auf Nummer sicher gehen. Das falsche Pulver in der falschen Menge und schon habe ich eine Katastrophe am Hals. Wohl wahr. Das Heft erscheint immer, um uns zu zeigen, pass mal auf, es ist was in dein Inventar gekommen. Ah. Was ist das denn jetzt hier? Goldmünze aus dem 13. Jahrhundert. Ein Foto von Giorgio der Albins Leiche. Ja, wie auch immer. Also ist auf jeden Fall tot. Das Pergament. Ätherische Dämpfe. Ich muss mich auf den Einfluss der himmlischen Körper berufen. Und mit Hilfe ihrer 7 Substanzen jene finden, die das Geheimnis der Schaffung des Alls kennen. Von Safran im Haus der Sonne, vom weißen Mohnsamen im Haus des Mondes, vom Schwefel im Haus von Mars, von der getrockneten Rose im Haus von Merkur, vom Lapis Lazut im Haus vom Jupiter, von der grünen Koralle im Haus der Venus, von der Alraunwurzel im Haus von Saturn. Und so sprach Pythagoras, der Satz des Pythagoras, das Universum besteht aus 4 Zahlen. Und über dieser, was? Und über dieser 4 gibt es nur Leere und dort kann das All sein. Dank dieser Zahl kann das All bestehen. Aber um dieses All zu erlangen, reicht diese Zahl allein nicht. Im Einklang dieser quadratischen Elemente kann das All existieren. Summe und Quadrat, so soll das All beschaffen sein. Ja, der Satz des Pythagoras. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Das ist die. Es gibt den Satz des Pythagoras und es gibt den Satz des Vietas. Algebra war damals mal eine richtig große Stärke in der 9. Klasse. Flächenberechnung, danke. Aber was bringt mir das jetzt hier? Ach, Herr Jemine. Gut, vielleicht gehe ich nochmal woanders und zwar hierhin. Vielleicht können die mir helfen. Oder er hier für mehr. Wie ich Ihnen schon mehrmals sagte, ich kann Ihnen keine Auskünfte erteilen. Als Portier der Loge bin ich für die Sicherheit dieser Räume zuständig. Vielen Dank für nichts. Was ist, wenn ich ihm irgend... Ach nee, Quatsch. Wenn ich nur notisiere? Nein, das geht leider nicht. Was hat er überhaupt für Füße? Wie sieht das überhaupt aus? Was ist das hier? Nein. Goldmünze vielleicht. Ah, nicht! Was könnte ich ihm... Das hier könnte ich ihm vielleicht noch... Auch nicht. Na gut. Mm, 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 mm.
Hier hat sich auch nichts getan. Also, sind die ganzen Orte jetzt hier abgeschlossen von der Handlung, oder? Mac, langsam habe ich das Gefühl, dass du ohne mich nicht mehr auskommst. Habe ich bei dir vielleicht was vergessen? Ha, ich bitte dich, die Geschichte ist verdammt kompliziert und viel gefährlicher als sie aussieht. Wir sehen uns bald. Ich muss mir den kleinen Gefallen bitten. Ich muss mir eine Bruderschaft ein. Ah! Auf der Basis dieses Briefes, auf der Basis dieser Unterlagen. Er hat ja eben gesagt, wo wir im Haus waren, kann er für ein gefälschtes Dings. Kannst du mir das auf der Basis dieses Briefes? Welche Unterlagen, welche Briefe? Baby, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich muss mich in die Bruderschaft einschleichen. Und dafür brauche ich ein gefälschtes Empfehlungsschreiben. Kannst du mir das auf der Basis dieser Unterlagen anfertigen? Kein Problem. Komm später vorbei, dann ist dein Brief fertig. Genau, und sie bleibt da jetzt an der Bar stehen und macht überhaupt nichts. Gut, die Raus-Rein-Taktik. Wir gehen nach Hause, legen uns eine Weile hin. Fertig. Wieder dahin. Mac, langsam habe ich das Gefühl, dass du ohne mich nicht mehr auskommst. Habe ich bei dir vielleicht was vergessen? Was soll... Baby, ich brauche das Empfehlungsschreiben. Hast du es fertig? Da ist sie. Ich wusste es. Sie Empfehlung. Also, wieder zur Bruderschaft. Ja, wo ist jetzt dieses vermaledeite Empfehlungsschreiben? Oh. Ein gefälschtes Empfehlungsschreiben für die Bruderschaft. Ich verstehe. Die Räume des Ordens stehen Ihnen zur Verfügung. Ha! Vielen Dank. Ich hoffe, du hast auch den Teppich gekehrt. Okay, hat sie dir... Uiuiuiui. Naja, das sieht mehr aus wie eine gemütliche Kneipe. Aber... Okay... Überall liegt hier ein Buch auf dem Tisch. Und überall stehen ja halbvolle Gläser, meine Güte. Huh, wo bin ich denn jetzt? Eine Kirche. Wo bin ich denn da jetzt durchge... Ach, da. Man, war da nicht... Eine Tür? Nee, aber da komme ich nicht rein. Gut, also muss ich wohl da rein. Was ist das? Ja, schön, dass ich jetzt hier bin, aber... Ach hey, geht's noch weiter. Oh, was haben wir da? Zack, eingesackt. Da haben wir... Nichts. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich hab gedacht, da steht einer. Diese Bücher sind auf Altgriechisch. Latein und in anderen Sprachen, die sowieso keiner mehr spricht. Ich auch nicht. Das war mir klar. Diese Bücher sind Altgriechisch, Latein und in anderen Sprachen, die sowieso keiner mehr spricht. Ich auch nicht. Da liegt noch ein Buch. Da liegen noch mehr Bücher. Ah. Was hat es jetzt mit dieser Münze auf sich? Wir haben doch schon eine. Oh, wo ist die jetzt? Ah, ich kann das auch mit dem Rad machen. Kupfermünze aus dem 13. Jahrhundert, Goldmünze aus dem 13. Jahrhundert. Tja. Okay, Moment, was war es überhaupt für ein Buch?
Das war das, oder? Ach nee, das ist das Tagebuch von dem. Wo ist denn jetzt das Buch, was ich hier eben hatte? Auf dem Tisch da, das silberne. So, die Krankenakte. Das war die Krankenakte. Das ist die Streichhölzer. Das ist unsere Brieftasche. Aber wo ist das denn? Da ist es. Für, oh, seht ihr, was ich meine? Eine Abhandlung der Numismatik mit mehreren Illustrationen. Ja, du sollst da mal reingucken. Gut. Er guckt da nicht rein. Ganz toll. Soll es das jetzt wirklich gewesen sein? Man macht sich hier so viel Mühe und zeichnet hier so einen schönen Raum, nur um durchzugehen. Das kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen. Gut, dann versuche ich was anderes. Dann muss es eigentlich was damit zu tun haben. Geht der jetzt direkt... Oh nein, ich muss da jetzt hinlatschen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Spiel. Oh. Das wäre jetzt gewesen, wenn das Scheißding jetzt hier zu gewesen wäre. So. Mit irgendwas hier? Nein. Gut, dann hat es was mit der Übersetzung da hinten zu tun. Hallo! Mit der Übersetzung. Da ist ja. Oh nein, da ist ja noch mehr. 11, 24, 27, 3. Das. Oh. Dann hat es was mit dieser Übersetzung hier zu tun. Ich komme nicht in mein Inventar. Ach, ist das herrlich. Ja, toll. Und hiermit kann ich es nicht benutzen. Ha! Ah, das ist doch nicht wahr. Ich komme nicht in mein Inventar. Ich könnte losheulen, wie ein Schlosshund. Aber ich tue es nicht. Und was hat es mit diesen Münzen auf sich? Freunde, ich bin hier gerade wirklich etwas ratlos. Das, da ist noch so eine. Eine Sonne. Aber wofür steht das? Ne. Ich hab null Ahnung, ehrlich. Das, also... Weil man hier auch mit allem so ziemlich alleine gelassen wird. Das finde ich auch ein bisschen scheiße an dem Spiel. Dass man sich alles hier immer aus den Fingern saugen muss. Na. Da oben können wir nichts nehmen, gar nichts. Hier unten nicht. Wenn wir uns das anschauen... Habe ich keinen Zugriff mehr auf unser Inventar. Warum auch immer dann auf einmal. Es sind alles nur Buchstaben. Es hat nichts mit Zahlen zu tun. Es ist das gesamte Alphabet auf drei Ringen. Freunde, ich bin absolut... Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ach, da sind Zahlen. Was ist denn das jetzt? Oh wei, oh wei, oh wei. Ich habe... Null Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Null. Es kommt jetzt hier jedes Mal was anderes zustande.
Ja, das ist doch alles Murks, ist das doch. Ich geb's auf. Freunde, ich weiß nicht, wie lang der Teil ist, aber es macht definitiv keinen Sinn mehr, mir hier zuzugucken. Und ja, ich werde mich mal versuchen, hier durchzuboxen und mal schauen, ob es heute noch weitergeht oder irgendwann anders. Mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.